Ich bin Mechatroniker, weil mir der Beruf sehr gefällt, weil er sehr vielseitig ist. Weil es jetzt nicht nur um Mechanik und nicht nur um Elektronik und Elektrotechnik geht, sondern man hat wirklich alles beieinander. Und ja, in Diebold eine sehr umfangreiche Ausbildung haben. Ja, mich hat die Technik schon immer interessiert. Und es ist halt ein sehr vielseitiger Beruf, da man die Elektronik dabei hat, das Mechanische auch. Ich habe mir den Beruf Elektriker angeschaut, eben Mechatroniker und Mechaniker. Nachdem ich beides halt sehr interessiert habe, ist die logische Folgerung der Mechatroniker gewesen. Mich fasziniert immer wieder, dass man Teile für Lufthansa, für Airbus, für Rolls-Royce in der Hand hat. Oder ich war schon im Außendienst in Hamburg für etwa 3 Wochen. Und dort haben wir einen Prüfstand aufgestellt, der vom A380 Kühlaggregat testet. Ja, erster Tag, man kommt einer, kriegt mal Sicherheitseinschulungen, was darf man nicht. Und nachdem wird man gleich in die jeweilige Abteilung eingeteilt. Und es ist nicht so, dass wir Lehrwerkstätte haben, sondern dass wir gleich an die Prüfstände drankommen, gleich an die Fräsereien, Drahreien dazukommen und gleich vor Ort mitarbeiten. Also ich habe eine Lehrzeit als Mechatroniker vor 3,5 Lehrjahren. Ich komme quasi 3 mal 10 Wochen in die Berufsschule und dann nur 5 Wochen. Ich konnte mich aber entscheiden zum Zusatzmodul, zum Beispiel SPS oder so. Dann hänge ich nur ein halbes Jahr drauf. Und da in der Firma, das ist halt auch ganz super, kannst du die Lehre mit Matura zusätzlich machen. Lehre mit Matura, das macht man parallel zum Berufsalltag. Das heißt, 2 Mal in der Woche, man geht nach den Abschlussarbeiten, das heißt zusammenräumen, setzt man sich 1,5 bis 2 Stunden ein und lernt noch brav. Das hat mir halt schon sehr viel gebracht von elektrischen her. Das heißt, wenn jetzt der Hammer verteilt oder so nicht mehr geht, dann schraube ich den auf und schaue mal nach, was da los ist. Und dann kann ich sagen, kann ich einen Fehler finden und den selber reparieren quasi. Ja, weil es eben so ein vielseitiger Beruf ist, man kann sehr viel selber machen. Also in meinem Fall, ich tue gerne Modell bauen, kann man selber Sachen dran fräsen und anschließend auch verkabeln. Und nicht nur das, ich habe mein Auto auch ein wenig mit umschrauben und schauen, was noch so geht. They're all just speaking tongues.